Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu einer Rezension zu diesem Buch hier, nämlich Heimat, ein deutsches Familienalbum von Nora Krug. Alle weiteren Randinformationen findet ihr hier irgendwo im Bild. Das Ganze ist aus dem Pinguin Verlag und hat mich hier als Rezensionsexemplar erreicht und ich habe mich sowas von mega gefreut. Es ist ein Buch über ein Mädchen, das deutsche Herkunft hat und in den USA, glaube ich, wohnt in irgendeiner Form. Und die jetzt quasi so ein bisschen hier in diesem Buch ihre Familiengeschichte aufgeschrieben hat, ihren Stammbaum aufgeschrieben hat und so ein bisschen nachgeforscht hat, was denn ihrer Familie alles im Zweiten Weltkrieg passiert ist, weil sie davon natürlich als Kind nicht ganz so viel mitbekommen hat. Und sie geht dem Ganzen jetzt auf die Spur. Und das Ganze ist untermauert mit wunderschönen Bildern, Illustrationen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich linse sie jetzt mal und gucke mal, ob sie die selber gemalt hat. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Steht auch hier nicht dabei. Ich gucke jetzt nochmal hier hinten. Also hier hinten steht jetzt drin, ihr Buch Heimat erzählt in einer nie gesehenen Mischung aus handgeschriebenen Texten und Zeichnungen, historischen Fotografien und Dokumenten von faktischem wie Erlebtem. Krugs Spurensuche verbindet deutsche Geschichte und persönliche Familiengeschichte zu einem in Form und Inhalt einzigartigen Buch. Und ja, ich muss diesem Zitat hinten aus dem Buch recht geben, denn das Buch ist wirklich einzigartig. Jedes dieser Seiten aus diesem Buch ist bunt, ist illustriert, hat etwas Besonderes. Es hat diesen handgeschriebenen Stil. Es hat einfach sowas Persönliches, einfach weil wirklich persönliche Bilder drin sind, weil das Ganze untermauert ist, weil man wirklich hier handfeste Dokumente und Fakten in diesem Buch bekommt und das Ganze so spannend und interessant aufgemacht mit diesen bunten Seiten, mit diesen Comics, die dazwischendurch eingeführt sind. Es ist einfach wahnsinnig toll. Also ich gebe diesem Buch 5 Sterne, weil es einfach was wahnsinnig Besonderes ist. So etwas in der Richtung habe ich noch nie gehabt. Einfach, dass jede Seite individuell gestaltet, kreativ anders ist als jede andere Seite in diesem Buch. Das hatte ich wirklich so noch nie. Zudem ist es ja wirklich auch sehr, sehr interessant und spannend, weil die Autorin ja aus ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Leben erzählt und das Ganze so persönlich hier macht, dass es natürlich wahnsinnig emotional auch ist und dass die Geschichte einem natürlich nahe geht und ans Herz geht und die Emotionalität dadurch einem einfach irgendwie näher geht als bei einem Buch, wo es jetzt irgendwie eine erfundene Geschichte ist. Also dieses Buch ist nicht fiktiv, das ist wirklich die Geschichte dieser Person und ihrer Familie und ich fand das so gut gemacht, also ich finde es so gut gemacht, dass sich auch so eine besondere Mühe gemacht wurde, dieses Buch zu gestalten und man merkt einfach, dass den Personen, die dieses Buch hier gemacht haben, die Dokumente gesammelt haben, so wie eben auch Nora Krug, dass das denen wichtig war. Allen, die wahrscheinlich an diesem Buch mitgearbeitet haben, ist das bestimmt ein ganz besonderes Anliegen gewesen, dieses Buch rauszubringen, einfach weil es etwas ganz Besonderes ist, persönlich ist, eine wahre Geschichte enthält und auch unsere deutsche Geschichte enthält. Und es ist einfach nur top. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Für jeden, der sich ein bisschen für die deutsche Geschichte interessiert und das Ganze untermauert mit einer wunderbaren Familiengeschichte, der sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal ansehen. Es hat einfach diesen besonderen Touch, den man immer sucht. Und ja, ich kann gar nichts weiter dazu sagen. Das ist eine kurze und knappe Rezension, weil ich dem gar nichts weiter hinzuzufügen habe. Schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mal an. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr es kaufen wollt, dann guckt einfach mal in das Buch rein. Man hat in der Buchhandlung immer die Möglichkeit, in die Bücher reinzugucken. Zu gucken, gefällt mir das? Man kann natürlich auch mal die ersten Seiten lesen. Und bei diesem Buch ist es wirklich so toll, weil es so nah an dem Menschen ist, der das Buch geschrieben hat. Und sie natürlich auch ihr Innerstes irgendwie preisgibt, auch ja, was ihre Geschichte in Deutschland und was die Sachen angeht, die sie hier vermisst und die sie hier toll findet und ihre Familiengeschichte. Es ist einfach top. Also das kann ich dazu sagen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!